Über gesundheitliche Probleme kann Otto Link nicht klagen. Im Gegenteil, der 63-Jährige ist Triathlet und hat so manchen Jüngeren schon hinter sich gelassen. Dennoch soll bald Schluss sein. Nach weit über 4 Jahrzehnten im Job kann und will der Techniker die Rente mit 63 in Anspruch nehmen. Ich habe 47 Arbeitsjahre und sagen wir von dem her, ich mache viel Sport. Würde ich auch schon gern jetzt in dem Moment aufhören, wenn ich 63 erreicht habe. Ein 63-jähriger Triathlet, nicht unbedingt der Normalfall in der Generation, dennoch ein Beispiel dafür, dass beim Gesetz zur Frühverrentung zwar vieles gut gemeint, aber vielleicht nicht alles gut gemacht ist. Links Arbeitgeber jedenfalls hätte seine Erfahrung noch gerne 2 Jahre länger im Betrieb genutzt. Also aus persönlicher und menschlicher Sicht bin ich da nur dafür. Man soll sein, ja, nach 43 oder 45 Jahren Arbeit, teilweise ist es sehr körperlich belastende Arbeit oder aber auch Büroarbeit, darf man ruhig seinen Lebensalltag genießen. Für das Unternehmen selber ist eigentlich eher negativ für uns persönlich, denn es geht einfach viel zu viel Erfahrung, viel zu früh verloren. Was ist sozial gerecht, was ist wirtschaftlich sinnvoll? Anhand dieser Fragen verläuft die Trennlinie der Befürworter und Gegner der Rente mit 63 und wird sich wohl auch nicht auflösen. Otto Link jedenfalls ist davon überzeugt, dass er nach 47 Arbeitsjahren ein Recht aufs Aufhören hat, unabhängig davon, wie fit er ist.